Ich habe versucht, mit Amelie zu sprechen. Ich habe versucht, mit Lennart zu sprechen. Es ist kein Herankommen. Und deswegen habe ich gedacht, Sie als Vater von Lennart. Die Idee ist verrückt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Mhm. Es macht mich wirklich wahnsinnig, wenn ich darüber nachdenke. Lennart, unreif, die Schule noch nicht beendet und will heiraten. Ja. Das geht nicht. Frühstück? Ich habe keinen Hunger, danke schön. Du hast Lennart echt auf der Couch pennen lassen, ne? Du hast es durchgezogen. Wahnsinn. Gesagt, ja. Krass. Und daran ist er ja wohl auch komplett selber schuld. Also wenn er da irgendwie der Meinung ist, mich komplett mit der Hochzeit, mit der Planung, mit Peggy alleine zu lassen, heirate ich Peggy? Nee, da kann er sich auch mal ein bisschen integrieren oder sowas. Und mir dann irgendwie zu sagen, von wegen, dass es Frauensache ist, also sich Blumen auszusuchen und Servietten und Tischdeko und sowas, das sollte unsere gemeinsame Sache sein. Und ich gehe darin auch nicht auf. Ich habe da auch manchmal einfach keinen Bock drauf. Also würde ich es einfach nur schön von ihm finden, aber checkt er ja nicht, dass er einfach mal aufhört zu heulen, sich ein bisschen zusammenreißt. Und wir vielleicht gemeinsam eine Lösung finden. Die werdet ihr auch finden. Sag ihm das, nicht mir. Ihr werdet eine Lösung finden. Ja, dann find eine. Guten Morgen, erstmal. Hi. Anscheinend bist du noch ein bisschen sauer? Ja, ein bisschen. Aber das ging ja auch eigentlich nur um Blumen und Besteck und Servietten. Wie soll man denn so eine Lösung finden? Er checkt ja immer noch nicht. Was denn? Es geht mir nicht nur um die Blumen, es geht um eine komplett ganze Hochzeit, die aus ganz vielen Einzelteilen besteht, die alle geplant werden müssen und das alles auf mir liegt. Ja, okay, aber ich hab's doch jetzt bereut. Ich habe auf der Couch geschlafen, ich habe Rückenschmerzen. Erzähl ihr das. Was? Nein, vielleicht wirklich? Euch nein, ich bereue es wirklich. Zusammen. Ja, und du verdienst die Rückenschmerzen, das ist dein Karma großartig. Warte doch mal. Aber kannst du nicht... Redet in Ruhe. Nee, Lenny, das war für Amelie. Ich hab doch gesagt, haben die sich schon wieder gestritten? Alles gut, Peggy. Sicher? Ja. Vielleicht sollte ich Amelie verklickern, dass sie die Hochzeit irgendwie da hinten schieben soll oder keine Ahnung was. Das ist, glaube ich, zu früh für die beiden, oder? Ach, die sind einfach nur wahnsinnig aufgeregt und die sind ein tolles Paar. Die haben richtig Bock zu heiraten. Die kriegen sich wieder hin, ich kenne sie. Ich hoffe, dass du recht hast. Ja, ja. So wie es gerade zwischen Amelie und Lennart läuft, wäre es wahrscheinlich nicht mal nötig gewesen, Lennarts Vater eher zu bestellen. Aber was soll's. Die beiden brauchen nur noch einen kleinen Stoß in die richtige Richtung und die Hochzeit hat sich endgültig erledigt. Haben Sie eine gute Anreise, Herr Meier? Ja. Ja? Vielen Dank, war alles super, Frau Meier. Sehr schön. Okay, das Problem ist ja jetzt mal unsere Kinder, die jetzt unüberlegt heiraten möchten, wo ich der Meinung bin, dass das zu früh ist. Vielleicht ist die Situation jetzt auch gerade perfekt, weil die haben sich, glaube ich, gerade eben ein bisschen in den Haaren. Ich habe versucht, mit Amelie zu sprechen. Ich habe versucht, mit Lennart zu sprechen. Es ist kein Herankommen. Und deswegen habe ich gedacht, Sie als Vater von Lennart. Die Idee ist verrückt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Mhm. Es macht mich wirklich wahnsinnig, wenn ich darüber nachdenke. Lennart, unreif, die Schule noch nicht beendet und will heiraten. Ja. Das geht nicht. Ja, habe ich auch zu Amelie gesagt. Du musst erst mal dein Abitur fertig machen. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Unüberlegt, finde ich das. Ich muss sofort mit ihm sprechen, weil es kann das nicht so stehen lassen. Das geht nicht. Ja, lass uns sofort hingehen und... Na, Herr Meier, ich würde da ein bisschen taktischer vorgehen vielleicht. Wie taktisch? Wir müssen jetzt sofort dieses Problem klären. Ja, aber jetzt sind sie eh gerade in der Schule. Wir müssen eh warten, bis sie da sind. Lennart wird Augen machen, wenn er sie sieht in der WG. Aber vielleicht, dass ich sie nicht nach Berlin geholt habe, sondern dass sie beruflich hier waren und eh nach Lennart schauen. Nee. Ich mag so nicht. Ich möchte nicht lügen. Das ist nicht meine Art. Ich möchte einfach direkt hingehen, mit ihm sprechen und ihm das ausreden, weil das alles hat keinen Sinn. Unsere Kinder sind leider nun mal so, dass das, was die Eltern sagen, sie machen das Gegenteil. Und wenn wir da einfach ein bisschen taktischer vorgehen, ich kenne meine Tochter. Also die macht dann komplett dicht. Sie wird rumbocken, sie wird die Tür versperren, wegrennen. Weiß nicht, was alles passieren könnte. Ja, Frau Brandt, da haben Sie schon recht. Da sollten wir wirklich da taktisch vorgehen. Ja. Wir wollen ja was erreichen. Genau, das wollen wir, damit das alles, diesen Wahnsinn mussten wir irgendwie beenden. Ja. Und da gehen wir jetzt erstmal taktisch vor und dann machen wir. Soll ich mich jetzt noch entschuldigen? Achtmal. Ich sag's nochmal, es tut mir leid. Was? Und es ist schon Bestrafung genug, dass ich auf der Couch geschlafen habe. Eine riesen Bestrafung. Ich passe da nicht mal drauf. Hättest du dir vielleicht die anderen noch dazu schieben können oder sowas? Was? Ich hab sogar Rückenschmerzen deswegen. Ich wollte jetzt auch gar nicht so tun. So, Herr Meier,
kann losgehen. Zu Recht lagen schlafen. Und ich find's auch total beschissen, dass ich jetzt irgendwie die Blöde bin, nur weil ich auch zu Recht sauer auf dich bin. Keiner sagt, dass du die Blöde bist. Du bist nicht die Blöde. Du bist einfach nur... Sag gut. Kinder, bin ich? Ja? Kinder, ey, ich will gleich ackern gehen. Soll ich die ganze Scheiße hier alleine essen oder macht ihr mit? Top, ich wusste es. Ne? Oh, ich mach schon. Okay. Naja. Hallo? Lenny, kommst du kurz? Da hast du mir nur Kasse. Über was willst du mit mir reden? Du wirst nicht heiraten. Hast du mich verstanden? Papa, ich werde heiraten. Du wirst nicht heiraten. Papa, bist du jetzt wirklich von Hamburg nach Berlin gekommen, um das zu sagen? Ich war beruflich hier in der Nähe, aber du wirst nicht heiraten. Du bist zu jung, du hast keinen Job, du hast die Schule noch nicht beendet. Wo wollt ihr überhaupt wohnen? Papa, da fängt schon an. Ich habe einen Job. Vor kurzem hatte ich sogar zwei Jobs. Und Amelie liebt mich und ich liebe sie. Das ist ein Fakt. Das geht nicht. Doch, es wird klappen. Ich bin alt genug, ich kann mir meine Chance selber tun. Verantwortungslos, was du machen willst. Papa, nein. Nein, okay, es gibt kein... Hey, Mayas, ihr habt hier, glaube ich, eine ganz große Familienangelegenheit, die ihr klären müsst. Und dann würde ich mich ungern ein... Er wird nicht heiraten. Ich werde heiraten. Du wirst nicht heiraten. Pass auf, denk bitte daran, ihr seid eine Familie, ihr habt euch lieb, Blut ist dicker als Wasser. Ihr werdet das schon irgendwie friedlich lösen. Es gibt keine Lösung. Ich werde heiraten, Papa. Es ist einfach meine Entscheidung. Mit was denn? Hast du überhaupt Geld? Ich hab's zur Seite gelegt? Nein. Wir sparen ja. Deswegen, wir kriegen das hin. Er ist ja nicht alleine, ich bin ja auch da. Ich würde mir einen Gehörschutz nehmen, Baby. Da drin ist gleich die übelste Keiferei. Ja, und? Bist du dann glücklich? Das ist ganz ein bisschen unangenehm, aber in der ganzen Zeit hatte ich zwei Jobs. Warum bin ich zur Schule gegangen? Ach, ja. Scheiße, soll ich alles dazwischen gehen? Gut. Ja, ich bin im Club arbeiten gegangen. Ja, genau. War eine aufregende Zeit. Jetzt gut. Und was hast du da gemacht? Hi. Geklopft. Hi. Einmal kein Schnittchen? Ja, okay. Schnittchen oder hast du gerade einen Flaschen eher eingesammelt? Ach, du ess mal. Alles ja. Gut. Ja, ja. Habt ihr gegessen? Wenn es mir gut geht, esse ich immer. Ja. Ist gut? Ist alles gut? Ihr habt euch doch heute Mittag noch so gestritten. Ja, also, die haben sich ja noch, also es ging glaube ich noch eine halbe Stunde so weiter, dass er die ganze Zeit geschrien hat. Dann hat Lenny angefangen zu schreien, ich habe angefangen zu weinen. Oh Gott. Dann haben sich alle kurz in unterschiedliche Zimmer verteilt. Wir haben kurz durchgeatmet und dann hat Lenny auf einmal angefangen, halt super süß über mich und unsere Beziehung zu reden. Und ich glaube, das hat Thomas sogar richtig berührt. Und seitdem... Thomas? Also ja, er hat mir du angeboten. Und seitdem ist die Stimmung echt ganz also, cool. Also hat, stimmt Lennys Vater jetzt ja auch zu? Ich glaube schon, ja. Also wir haben es jetzt nicht so direkt nochmal gefragt, aber... Mhm. Einfach nur genießen, dass es gerade alles cool ist. Willst du mit einen Wein trinken? Ich weiß es auf jeden Fall, wo Lennart das hat, dass er nichts verträgt. Die beiden werden so süß, wenn die angeschwipst sind. Ja. Ich gehe jetzt mal kurz ins Bad gleich, ja. So, darfst du mal rein? Ja, bitte. Herr Meier war immer ein rotes Tuch für Amelie und Lennart und jetzt sind sie per Du? Was ist hier bitte passiert? Junggesellenabschied. Ich war so betrunken, ich wusste nicht einmal, wo links und rechts ist. Aha. Ja. Und dann auch noch am nächsten Tag fast zu spät gekommen. Deswegen. Scheiße. Oh Gott. Echt, deine Mom, sie hat mir echt die Hölle heiß gemacht. Sie hat mich so angeschrien. Und dadurch hier Glatze bekommen. Da kam gar nichts. Nein, 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 so gar nicht. Meine Haare bleiben da, wo ich bin. Denn sei glücklich. Ich bin immer glücklich. Kiddies, ich habe eine richtig gute Idee, die richtig doll viel Spaß macht. Ihr räumt den Tisch ab. Bitte schön. Ich hätte damit rechnen müssen. Ja, Mann, das ist immer wieder eine Falle. Ja. Naja. Was macht ihr da? Ich bin mal warte. Die Hosen aus, wer abräumt. Herr Meier, können wir noch mal kurz quatschen? Du warst doch ohne Okay. Sie ist ja. Was ist denn los? Was ist passiert, als ich weg war? Wir hatten noch den Plan, dass wir die Hochzeit verhindern wollen. Und also, die sind nur zu unreif. Ja, ich weiß, dass wir den Plan hatten, aber mittlerweile habe ich mich jetzt anders entschieden. Es liegt daran, jetzt schau dir die beiden mal an, wie glücklich die aussehen, ja? Lennart ist ganz anders geworden, selbstbewusster geworden, nicht mehr so unreif. Und so glücklich habe ich ihn noch nie gesehen. Und alles dank Amelie. Und das muss ich natürlich auch sehen und wertschätzen. Und ich bin einfach nur dankbar, dass die beiden so gut miteinander harmonieren. Ja, und mein Sohn, wenn ich meinen Sohn so glücklich sehen kann,
Warum soll ich das nicht unterstützen? Sie wissen aber schon, dass Sie sich echt oft zoffen und das auf widerlichste Art? Ich weiß, und genau das, jetzt guck mal, Lennart sagt mir sogar, dass Sie sich streiten. Und das hat er vorher nie getan. Und das zeigt mir, wie offen er jetzt geworden ist. Ich weiß, die streiten sich, das gehört dazu, das sind zwei junge Menschen. Zu meiner Zeit mit meiner Ex-Frau, wir haben uns nicht gestritten, wir haben gar nicht miteinander gesprochen. Und am Ende ist die Beziehung gescheitert. Die beiden, da habe ich große Chancen. Ich sehe, dass das funktionieren kann. Und deswegen muss ich und ich will meinen Sohn unterstützen. Ja? Ja. Alles gut? Ja. Nee, für mich nicht mehr. Ich muss auch langsam los, sonst verpasse ich meinen Zug. Okay. Was? Schon? Ja. Baby, Zeit vergeht. Ich bin auch langsam ins Bett gehen. Ja? Ja. Okay. Dann sehen wir uns da gleich. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich auch. Gute Heimreise. Dankeschön. Und dann bis. Ach, ja. Bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. So, ich werde mich da noch langsam verabschieden. Schade. War sehr schön mit euch heute. Hatte heute einen wunderschönen Tag. Lennart, ich bin stolz auf dich. Amelie. Ich sehe, was du aus meinen Jungen gemacht hast. Ich danke dir. Und ich freue mich, dich bald als meine Schwiegertochter zu sehen. Ja, auch. Also nicht, dass du meine Schwiegertochter bist. Wir wissen, was du meinst. Okay, gut. Und Lennart, zu deiner Hochzeit noch mal Nanas Ring. Ich lasse sie aufpolieren und dann lasse ich es dir wirklich mal zukommen. Ja. Ja. Das hast du verdient, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön, wirklich. Sehr gerne. Und Milla, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Warum einmal? Papa, warum denn vielen Dank? Ich dachte, du warst wegen der Arbeit hier. Ja, ja, aber ich wollte ihn ja eigentlich erst rausschmeißen. Ja, genau. Ihr habt dich ja so gestritten. Ach ja, so. Genau. Deswegen. Ach so, ja, okay. Dass du es nicht gemacht hast. Ja. Wirklich. Deswegen bin ich hier, ja. Ja. Okay. Cool, dann gute Heimreise. Ich danke euch. Komm und nochmal vielen, vielen Dank, mein Sohn. Seid tapfer, ich freue mich auf die Hochzeit. Ja? Ja. Ich freue mich auch. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Doing bad things. Ich dachte nicht, dass dein Dad und ich da waren. Hätte ich gewusst, dass Herr Meier plötzlich zum großen Hochzeitsfan mutiert, hätte ich die nie nach Berlin bestellt. Jetzt freuen sich Amelie und Lennart einfach noch mehr auf die Hochzeit als vorher? Verdammt. Wichtige Hinweise zum Lieferwagenüberfall. Warte mal, da sind Fotos. Wusstest du, dass Maxim noch immer kriminell ist? Ich kann mir auch keine bessere Frau vorstellen als Katie. Ach, Sie sind ein Paar? Ja, wir sind zusammen. Bist du komplett durchgedreht? Was wird das? Freuen wir müssen auf. Wegen der Frau Jelmer vom Jugendamt, die macht mir mit einem Hausbesuch. Oh Schatz, was ist denn nicht? Das ist kompletter Bullshit, was du hier machst. Ihr steht da bestimmt auf Schminken, oder? Ja. Ihr müsst in der Stätte Emilia Schwanitz aufrufen. Schwanitz? Ja, machen wir. Okay, 50 für dich. Dankeschön. Und 50 für dich. Ich weiß, es ist keine optimale Lösung, aber ich möchte Emmy ein bisschen unter die Arme greifen, dass es in der Schnitte vorangeht. Hey. Ich würde gerne Make-up machen lassen bei Emmy. Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Joe, bitte. Hey, gib wenigstens eine Chance. Ihr habt doch beide ein Projekt am Laufen, Menschen zu helfen. Sascha ist aufgetaucht. Wenn wir jedem hier eine Chance geben, dann hat auch Sascha eine Chance verdient. Dann müsste ich mir auch eine Chance geben. So langsam bleibt mich gar nichts mehr bei dir. Cool, Verräter.